Der 134er ist auch schon gut, halt der ist noch nicht so gut, weil er noch so wenig, halt wenig Leben hat, ist übertrieben, aber es geht eigentlich. Servus Zuldecker, willkommen im Stream. Wie viel Fleisch ist jetzt noch drinnen? Okay, mehr als wie genug, weil ich habe 16 Stück jetzt noch bei mir, das reicht bei mir auf alle Fälle. Nein, Rüstung ist da hier vorne. Bei dem da. Halt, es Danke. sind eh nur drei Teile, was du raus hast. Na, sogar nur zwei. Blödsinn. Deine Hose, die habe ich noch nicht. Die Hose gehört mir. So. Obwohl du die fast nicht brauchst. Vielleicht. Torso wäre nicht schlecht. Was? Ein Haus, Ja, ja. vielleicht finden wir einen. Aber es ist nicht so tragisch. Nimm dir vielleicht noch für Fackeln was mit, dass du es craften kannst, weil dann können wir nachher, sobald der Anton, wie lange brauchst du noch circa? Länger? Ja. Okay, halt, wir könnten eigentlich dabei aufbrechen, mal eine Runde oder wie? Passt. Wie schaut's mit dem jetzt mit Leben aus? So. Können wir? Passt. Hast du, nein, die 183er, die Dame. Ich ist auf dem Falschen. Nimm dir die stärkere, ich habe mittlerweile noch die männlichen genommen. Aber bleib schon, bleib in der Richtung gleich. Geh mal so einmal rüber. Ist ja nichts Okay. dabei. Normalerweise also dürfen die können fast nicht drauf gehen mehr, das ist fast unmöglich. Halt überhaupt deine, die hat 800 Schaden und fast über, ich glaube über 3000 sogar Leben. Oder knapp 3000, so irgendwas. Und die levelt Ja. so schnell, die Tante, die verbraucht so wenig Experience Points. Irgendwie ist es bei weiblichen immer so, das haben wir noch nicht, halt, das haben wir noch nicht ausprobiert, weil wir eigentlich immer mit der Stärksten gegangen sind, der Kill und ich. Weil wir zu zweit unterwegs waren. So, da haben wir schon einmal den ersten. Fröschchen, ich sage Bam, tot. So, gehen wir auch mal auf die Insel rüber, da ist nochmal so ein bisschen was immer. Schlangen und so weiter. Interessant sind halt wirklich die Fliegeviecher, aber wenn wir zu Ja. dritt unterwegs sind mit Fröschen, dann sollte da eigentlich auch was weitergehen. Gerade bei Giraffen und so weiter. Die ja ziemlich nervig sind, ne? Halt, wo du lange brauchst alleine. Aufpassen bei den anderen, halt bei den Fliegenden wieder. Wenn wir zu zweit sind, geht's zwar. Aber besser ist dann wieder zurückhüpfen, beziehungsweise gar nicht angreifen, wenn möglich. Servus Jan, willkommen im Stream. Hinten haben wir eine Giraffe, machen wir gleich. Zwei Stück gleich. Und ein Krokodaxel und eine Schlange. Und ein paar Fliegen. Gehen wir gleich der Giraffe hinterher. Weil die ist so schnell tot. So, Krokodaxel machen. Bleib mal, lass mal kurz, warte. Passt schon. Sind schon daher am Weg gewesen. Bildschirm ist gelb. Das ist so geil. Das ist einfach nur so geil. Man muss nicht runterspringen, bleib oben auf deiner. Nur wenn man wirklich backen würde, herumbacken würde. Ich glaube, du hast Level Up, oder? Kann das sein? Rechte Maustaste zum Rundschlagen gegen die Viecher. Sonst erwischt das nämlich nicht. Oder selten schlecht. Und mich, halt, das wissen wir auch noch nicht ganz, aber uns kommt zuvor, mich am besten die Fliegen looten lassen, wenn es möglich ist. Außer du wirst erwischt das so. Weil uns ist so vorkommen, dass der männliche mehr Zementinbaste rausbekommt. Links neben mir. Wo?
Hä? Das? War's das? Ja, Okay, passt. zwei waren's. Eine habe ich gehabt, glaube ich. Auf was skillen? Hatte schon 3000 jetzt. Na, knapp davor. Ja, dann hau ihm noch mal einmal drauf. Am besten. Ah, jetzt hat er 3-3. Was wir auf unserer To-Do-List haben, schwer zu sagen. Halt, ich würde sagen, einmal Zementinbaste farmen, ein bisschen selber hochleveln, weil wenn wir zu dritt unterwegs sind, können wir wirklich die geilen Viecher auch killen. Da ist überhaupt kein Problem und es geht urschnell voran. Und weil man teilt sich ja, glaube ich, nicht richtig die Erfahrungspunkte auf, kommt mir so vor. Es kommt halt, es ist nachher nur der, was killt, kriegt halt mehr. Und der, was dabei steht, kriegt nur sozusagen, keine Ahnung, die Hälfte oder so. Aber das ist, wenn du das so schnell magst, auch noch viel, boah, mehr als wie genug. So, haben wir die, ist die Giraffe jetzt weg oder hast du Ist gekillt? weggelaufen. Okay, hast das nicht gekriegt. Wischt. Ja, wir brauchen halt für den Gartenbau für. Okay, die steht da. Für die Metallröhre ein Haufen Zementinbaste. Und deswegen werden wir da weiterhin nochmal ein bisschen Zementinbaste farmen. Und natürlich auch höher Level, halt, ich muss Level, 3 Level glaube ich noch aufsteigen jetzt, oder 2,5, so irgendwas. Wegen den scheiß Taucherausrüstung. Weil sonst geht uns irgendwann noch einmal das Öl aus, wenn ich nicht runtergehe. Und die anderen, der Killer und so weiter, die gehen, die wollen ja nur runtergehen, wenn sie die Taucherausrüstung haben. Wenn wir zu dritt sind, könnten wir aber nachher eine große Runde auch gehen, wenn's wollt. Ja, Halt klar. so in Richtung Eisbiom, halt nicht ins Eisbiom rein, sondern halt so auf der Grenze entlang oder sowas. Auch müsste mit der Heidrüstung halbwegs machbar sein. Genau, erstmal im Baumarkt ein bisschen. Ein bisschen Zementinbaste farmen. So, nächste Giraffe. Raptor hinter uns. Oh. Ja, der stirbt eh gleich. Raptoren halten ja nichts aus. Ah, du kannst eigentlich, wo du sie gekillt hast, die Giraffe immer gleich töten. Halt ausluten. Auch wenn sie wegspringt. Sie ist immer dort, die Hitbox auch noch. Habe ich jetzt festgestellt. Haben Sie die noch nicht gefixt? Na, ich glaube, die werden es auch nicht hinbekommen. Keine Ahnung. Ich verstehe auch nicht, warum die so wegfliegt, so komisch. Da passt irgendeine Kollision, glaube ich nicht. So, gehen wir aber in Richtung. Ja, gehen wir in Richtung Base zurück. Der Anton wird wahrscheinlich bald kommen. Schätze ich Da einmal. hinter uns nochmal. Servus Nick und Servus R11 Bauer oder R111 Bauer. Willkommen im Stream. So, Fliege, vielleicht kriegen wir die. Das ist so nervig, wenn die fliegen. Na, kannst vergessen. Nee. Ist denn nicht der Leiche? Kriegst du da drüben wir auch noch mal eine? Vielleicht kriegen wir die. Wo fliegt die gerade hin? Na. Wo müssen wir überhaupt hin? Hast du gerade einen Überblick? Warte mal, da hinten. Ja. Das ist die Insel. Kenn mich Ja. schon wieder aus. So. Ja, Dunkelheit, es ist ziemlich schwierig, sich zu Ja. orientieren. Zehn Erfahrungspunkte kriege ich dafür. Wenn du Ja, sie wert. killst. Ja. Nichts. Und die war. Na, das ist genug für Level 44er. Und das war nur eine Schlange, halt, die war nicht jetzt mal so besonders. Halt, wenn es da, keine Ahnung, ein Level 100er T-Rex oder 100er Schlange oder sowas. Du hast jetzt was gesagt, brauchst du? Ich habe gleich nämlich schon ein bisschen. Ich hätte noch Schuhe und Hose, hätte ich. Nee, ich brauche, habe ich.
Okay. Gehen wir am Wege mal zurück. Was sagt Oppo zu was? Ah, zum Verlaufen? Weiß nicht. Der traut sich heute nichts sagen. So. Ich hoffe, jetzt wird es bald wieder Tag. Ich sehe schon 2:30. Sollte halbwegs schnell gehen. Danach kommt mir immer länger vor als der Ja, Tag. mir kommt das auch so vor, keine Ahnung. Überhaupt, wenn es nachher da in dem Dicklicht drinnen bist. Jetzt bin ich gespannt, was man. Okay, für das Schako bekommen. Okay, war nur Level 12er. 5,25 Erfahrungspunkte. Bist du schon da? Anton? Ich bin schon auf dem Sommer. Ja, dann reiß bitte rüber gleich. So, leer machen. Bin dabei. Und das, was in Süden gehört, in den einen Kasten zusammengeben, der in der Ecke steht. So, viel Fleisch lasse ich ihm drin. Die Rüstung kommt in den anderen Kasten einfach zusammen. Die Beeren lasse ich ihm auch drinnen, falls ich welche brauche. Aber sollte nicht da so tragisch sein. So. Prime Meat lassen wir aber drin, oder? Was? Prime Meat. Na, kannst denke ich auch rausgeben. Halt, ich gib's meistens raus. Ja, dann levelt er aber schneller mit Prime Meat. Ja, aber das verfällt ja sowieso jetzt gleich. Halt, bei mir ist in 3 Sekunden oder in 20 Sekunden alles weg. Deswegen gibt's sich immer raus, weil das. Ja, keine Ahnung. Levelt er wirklich schneller auch? Ja. Ja, dann lass mal Prime Meat halt drinnen. Habe ich nicht gewusst. Und das andere kommt alles in den einen 53er, glaube ich, hinein, das Fleisch. Ja, dann stackt der schön einfach die das verrottete Zeug auch. So, ich brauche jetzt zwei Steine. Servus, Yip Yip. Willkommen im Stream. Eigentlich Yip Yip, nicht Yip Yip. So, ein Holz, ein Flint. Du kannst da nochmal was zum Essen rausnehmen, wenn du das brauchst. Ja. Anton hat nachher auch nochmal was. So, wir haben da 100, 200, 300, 350. Ja, okay. Bissl was ist schon wieder. Bist du jetzt schon da, Anton? Was fragen kosten soll es zögern. Du bist heute Ja, so verdammt. abgehackt. Was fragen kosten die Rüstung? Ja, gleich beim Bett in den Haus daneben rein. Ist ja egal in welchen. Okay, es war zu schneller wie ich. Ich hab's nur gesehen, dass es aus ist, hab mir gedacht, hau ich gleich noch was rein. Wirst wahrscheinlich dran sein. So, jo, Big Mo, bis dann, gleich. Bist du schon unterwegs? Ich, was verpennt ich das? Ah, Frosch. Ganz links unten. Gibt es da jetzt Symbole? Wenn man in einem Tribe ist, hat man jetzt, glaube ich, das Symbol, oder? Des Tribes. Kann man beim Tribe auswählen, Tribe Manager irgendwie? Was für das ist Tribe Manager? Du hast jetzt, halt ich bei deinem Namen habe ich so ein Symbol. Ja, ich auch. Und kann man da was auswählen jetzt auch? Tribe Manager. Tribe Own, Tribe Admin Demolish. Dino Ownership, Dino Unclaimed, Rename, Leaf Tribe, Set Tribe Governance. Was ist Set Tribe Governance?
Keine Ahnung. Transfer Ownership to Player. Halt, ich könnte zu wem hinreisen. Das ist ja urcool, also Ownership eigentlich. Ja. Ah, ist ja eigentlich auch unfair. So, bist du schon da, Anton? Ja, Ja, du bei rennst mir in der hängt Ecke. sich. Ja, bei mir hängt sich das Spiel. Okay, gehen wir derweil weiter, weil sonst kommen wir dann nicht mehr. Derweil. Er soll nachher nachkommen oder was? Komplett aufgehängt oder was? Ja. Na, jetzt läuft's noch. Weil du bist auch verschwunden. Nee, er steht in der anderen Ecke. Ah, okay.